Was ist das für ein Geräusch? Hallihallo, der Beutel hier. Willkommen zurück im Grasland. Aber wir spielen trotzdem Valheim Mistlands. Schön, dass ihr wieder reinschaltet, liebe Leute. Wie versprochen, gehen wir heute ins Dungeon. Aber vorher müssen wir uns Hasenbraten machen. So, Zwiebelsuppe haben wir, oder wie das heißt? Ne, Salat ist das. Die Frage ist nur, ob ich Hasen habe. Ich hatte doch eigentlich welche gefunden beim letzten Mal. 7 Stück, guckt mal. Das sieht doch gut aus. Jetzt brauchen wir nur noch das andere. Wartet mal, ich werde mal noch schnell die Angel rauswerfen und die Köder. Und was brauchen wir noch? Blutpudding habe ich, glaube ich, noch auf Vorrat. Den holen wir uns dann gleich einmal aus dem Lager raus. Und ja, dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Ich klatsche erstmal die Angel. Ich habe nämlich... ach ja, wir befinden uns wieder im Livestream. Da habe ich es auch gerade schon erzählt. Ich habe heimlich Angeln geübt. Ja, um das so ein bisschen zu skillen. Einfach, weil ich diesen Fisch irgendwann haben möchte. Und ich glaube, wenn wir genügend Ausdauerbalken haben und das ein bisschen geskillt haben, kriegen wir den ran. Hier, diesen Laternenfisch. Ihr wisst schon, ich vergesse immer seinen Namen. Der Leuchtefisch. Hasenbraten. So, wir gucken mal. Wie war das Rezept gleich nochmal? Ach, wir haben... Hallo? Kann ich jetzt... So, lasst mal kurz schauen. Ungekochter Nebelhase, Jotunbläschen und Karotte. Ich habe natürlich nichts vorbereitet. Ich wollte ja eigentlich ein paar... Zwiebeln, warte. Karotten haben wir noch ein bisschen, das passt. Und Jotunbläschen auch. Ich wollte ja eigentlich ein bisschen was vorbereiten, aber ich habe es nicht geschafft, Leute. Ich habe es einfach nicht geschafft. So, stinkender Angelköder, nee. Ach so, wartet mal, stinkender Angelköder, kriege ich damit bessere? Dieser Köder stinkt so penetrant, dass es selbst die Fische am Grund des Meeres erreicht. Ah, du bist genauso wenig, hier, brennender Angelköder. Du bist genauso wenig gefeilt gegen tote Skitubisse wie die Fische gegen diesen Sack. Ein klebriger Angelköder. Er mag übel riechen, aber Fische, die davon angezogen werden, sind Schlimmeres gewohnt. Aha. Ah ja, der Anglerfisch ist das. Aber welcher Köder ist jetzt hier für welchen Fisch gedacht? Oder muss man da einfach mal alle ausprobieren? Das ist ja eine coole Sache. Suchen wir erstmal ganz kurz hier den Nebelhasen. Bereiten wir uns das noch zu. Der Anglerfisch ist in der Tiefsee. Aber der schwimmt doch eigentlich immer ganz oben, ne? Also zumindest in dem Spiel hier, in den Mistlands. So, okay. Da haben wir sogar noch ein paar Karotten übrig. Jotunbläschen sieht es dann bescheiden aus, aber ich glaube, da haben wir... Ach nee, die haben wir nicht neu angepflanzt. Wartet mal, wir gucken mal ganz kurz hier in die Kiste rein. Wären denn hier noch welche da? Hier hätten wir noch mal 3. Und hier sind 50. Naja, ich sag mal, wenn wir uns 25 aufheben, dürfen wir dann bloß nicht vermasseln. Und wir müssen natürlich in den Mistdens gucken, ob wir immer mal welches finden. So, dann klatschen wir das mal rein. Dann nehmen wir uns den Blutpudding gleich raus. Wurde hier schon ein Ei gelegt? Ey, da liegt ein Ei, Leute. Hier liegen übel viele Eier, Alter. Guckt mal, da ist alles voll mit Eiern. Die treiben es ja wild. Habt ihr noch genug Körner? Guck mal gleich. Ich will nicht mein Essen anbrennen lassen. Blutpudding. Wo ist der Blutpudding? Da. Zack. Zack. So, da haben wir 8. Das reicht. Ach so, ja, der echte wäre in der Tiefsee wahrscheinlich, genau. Ja, stimmt, die sind ja dort, wo, wo eigentlich überhaupt kein Licht hindringt, ne? Das ist schon geil. Das ist schon geil. Läuft die Aufnahme? Ja, okay. So, die 3 machen wir noch. Huch, jetzt hab ich auch gebrüllt. Dann wird es auch, glaube ich, dunkel. Was war hier noch so drinne? Alles klar. Ich klatsche mal ganz kurz noch den Mist raus, den wir hier so... Kram. Nennen wir es Kram. Hier können wir das rein tun. Die Lederreste. Oder Lederäste. Hier Knochen. Zack. Ja, geil!
Die Hühner, die gackern ja sogar wie die Dummen. Das ist ja mega geil, Leute. Geld kommt dann in unser Schlafzimmertruhe. Ich will bloß hier aufpassen, nicht, dass unser Nebelhase verbrennt. Der hat ein hübsches Gesicht. Drehstuhlpilot, grüß dich. Was wir vielleicht noch machen sollten, obwohl, ne, hier haben wir 10 von 10. Für längere Ausdauer. Wir brauchen den Met für längere Ausdauer. Wie ging denn der? Wartet mal, Leute. Ne, Quatsch, du musst ja schon hier unten reingucken. Da brauchen wir dieses Harz, ne? Wartet. Metmischung, längere Ausdauer. 10-mal Harz, 10-mal Molte und 10 Jotun. Müssen wir uns mal merken. Oder ist hier noch was drin? Ne, die sind leer. Okay. Dann checken wir nochmal ab. Wir haben einen normalen Ausdauermet. Den können wir zur Not mal noch mitnehmen, falls da irgendwas schief geht. Das Geld lassen wir dann hier. Bogen nehmen wir da hin. Ich brauche ja mal ein bisschen Ordnung in dem Scheiß. Ne, machen wir so. So. Ach, was weiß ich. Das ist doch Ordnung. Keine Ahnung, Leute. Wir gehen jetzt pennen. Ich habe bestimmt wieder irgendwas vergessen. Wir könnten nochmal Harz holen, ne? Wäre sinnvoll. Ey, na eben. Jetzt haben wir ja übelst... Ach, muss ich die Eier einfach einsammeln? Sonst schlüpfen wir immer mehr Hühner, oder? Oder wollen wir erstmal ein paar Hühner schlüpfen lassen? Ah, da ist schon das erste geschlüpft. Guck mal. Ja, wie geil. Hast du hier noch genug Kohle drin? Ja. Scheiße, wo sind denn jetzt die Samen? Die habe ich gerade eingesammelt. Ja, bumsen die dann schneller, wenn es mehrere Hühner sind? Wahrscheinlich, ne? Das ist doch dann so ein übelster... wie nennt man das? Die mathematische Dings? Expansion? Da wo es halt so richtig abgeht. Ihr wisst schon. So, wir gehen schlafen. Heißt das Expansion? Exponential sich ausbreiten. Naja, ihr wisst schon. Ist doch Gruppensex. Exponential. Zero seid. Wisst ihr? So blöde bin ich gar nicht, wie ich aussehe, ja? So, trinken wir mal. Oh, herrlich, wie sie gackern und eiern. Ah, scheiße, wir müssen aber diesen Met ansetzen, Leute. Doch, das ist übelst schlau. Passt mal auf, wir gehen mal ganz schnell. Sorry, dass ich jetzt schon wieder hier so sprunghaft bin. Aber wir müssen mal ganz schnell das Zeug holen. Ach, scheiße, das ist ja eh dort unten. Wartet, gleich wieder zurück durchs Portal. Was haben wir hier noch drin? Wartet kurz. Hier war jetzt nichts weiter. Wir gehen gleich wieder zurück und nehmen das andere Portal, weil dort unten ist ja der Harzextraktor. Mehr Hühner, mehr Eier. Genau, so habe ich mir das jetzt gerade gedacht. Schön, dass es hier schneit. Wartet mal, welches Portal war denn jetzt das andere? Das hier, ne? Habt ihr euch gemerkt, dass wir das dann Häme nennen? Also, Häme. Das müssen wir irgendwann wieder umbenennen. Rudelbumsen. Oh oh. Ich sehe gerade nichts. Ich höre bloß was. Wieso sind hier Gegner? Wieso sind hier Gegner? Ey, ist es Hase? Ach, der Hase ist hier dagegen gerannt. Na, der ist ja dumm. Oh, wir müssen mal essen. Wir haben ja gar nichts. Du bist dumm, Beidel. So, wartet. Jetzt brauchen wir noch keinen Knochenmannsbuff. Ach so, habe ich... Habe ich diese komischen... Wo habe ich denn diese Schleimbomben hingetan, Leute? Weiß das noch einer vom letzten Mal? Wahrscheinlich nicht, ne? Warte mal, der Harzextraktor war da. Hä? So denn plötzlich? War der nicht hier? Hättest du ja auch mal markieren können. Ja, ja, nee, der ist genau dort, wo meine Leiche liegt hier. Hä, hey, ich bin doch immer hier raus, hier runter und da war der Harzextraktor. Hier müsste der doch sein. Bin ich denn nur doof schon wieder? Ist aber nicht. Gab's ein Update und die Map wurde verändert? Jetzt werde ich aber bescheuert. Jetzt ist der fort.
Oder war das doch hier in der Ecke? Nee, das war hier, Leute. Alles gut. Ich bin nur bescheuert. Hier unten sind sie, wa? Ach, ist das hier auch Shelloween? Also, dass sie wirklich die Hühner dann nicht mehr produzieren, weil es zu viele sind? Das ist ja schlau. Also, das finde ich gut, dass das so gemacht ist. So, jetzt ist noch das Ding. Wieso kam denn jetzt hier bloß eh noch raus? Ne, doch 20, alles gut. Wir bräuchten eigentlich noch so ein paar Jotunbläschen. Die könnten wir ja auch noch anbauen. Weiß noch jemand, welches Portal das war? Notfall 1, ne? Machen wir noch schnell. Dann pflanzen wir nochmal Jotuns an. Das sind halt so Aufgaben, die man hier halt erledigen muss. Tieralk! Vielen, vielen Dank, Tialk. Auch schon 4 Monate. Meine Fresse. Ja. Blöd Mann. Blöd Hase, meinte ich. So, wartet, wir gehen dann noch ins Dungeon. Keine Sorge. Wir müssen uns erstmal um Dinge kümmern. Eins nach dem anderen. Also, dann nehmen wir die Bläschen. Ich glaube, Notfall 1 war doch das Portal, was... Na, hoch damit. Was ganz gerade durch ist. Hier war nichts mehr dergleichen drin, ne? Hier hätten wir nochmal diesen, das ist gut. Ansonsten, ne, müssen wir neu anpflanzen. Obwohl, wir können ja eigentlich auch direkt dort, wo wir gerade rumhängen, anpflanzen, oder? Wisst ihr? Das sind ja eh zwei... Ja, dann machen wir das. Dann nehmen wir die Gartenhake mit. Ja klar. Ergibt doch Sinn. Dit ergibt doch Sinn, Freunde. Das ist ja Mistlenz. So, dann nehmen wir der Gerät hier aufs Schild. Da ein Riss. Ein Riss im Universum. Ja, doch. So. Oh, Mensch, erschreckt mich doch nicht immer. Oh! Ja, doch. Wir sind doch in den Mistlands. So, wir machen hier das komplette Ding voll. Können ja hier überall. In diesem Gebiet kannst du nicht. Ist okay. Kann ich mit leben. Wir haben hier genug Platz. Ach, hier kann er wieder nicht. Warum? Warum? So, warte jetzt. Da. Ja, dann mach halt da, wo du kannst. Und dann gehen wir in der Zwischenzeit ins Dungeon. Da kann der ganze Kack wachsen. Ist doch eine gute Idee. Das ist eine sehr gute Idee. Haben halt jetzt erstmal nur 4 von diesen Ausdauertranks, aber die brauchen wir nicht wirklich. Aber weiß noch, also jetzt nicht so viele, denke ich mal. Warum geht der hier nicht? Warum ist der rot? Wartet. Ist es irgendwie zu dicht? Hä, was ist hier los? Huch, nee, das wollte ich nicht. Scheiße. Hä, ja, warum ist der rot? Ja, jetzt wird der auch rot, wegen Platzmangel, ne? Aber hier ist doch nichts, was in der Nähe wäre. Hm. Keine Ahnung. Beutel braucht keine Ausdauer. Hört, hört. Ja. Was? Nehmt doch nicht immer alles auf die Goldwaage. Was ist das? Ach, Regen. Ich habe schon Angst bekommen, dass jetzt hier wieder irgendein Unheil von oben kommt. Alter. Das klingt schon irgendwie übel, ne? Okay. Hier könnten wir noch ein bisschen...
Ja, das reicht ja dann auch. Also dieses Gewitter klingt echt übel. Wie so, fast ein bisschen wie bei Star Trek, wenn die Borg angreifen oder so. So, das riecht. Wie viel haben wir noch? 11 Stück? Super. Also die drei hier wären nix, aber es ist ja auch egal. Das macht nichts. So, jetzt gehen wir ganz kurz noch zurück und gucken, wo... wir holen uns Ausgeruht-Buff. Gucken, wo wir die Stinkbomben haben. Und dann gehen wir ins Dungeon. Nein. Vielleicht muss ich noch mal kurz pullern. So, wo könnten wir die Stinkbömmchen hingetan haben? Das ist eine gute Frage. Wartet mal, ich repariere mal schnell diese Gartenhake. Ach so, und ich sollte... Ach, die Armbrust, die muss ich dann speziell in dieser neuen Schmiede reparieren. Okay, gut zu wissen. Ich soll hier gucken nach einem Umhang. Wo ist der Umhang? Wolfsumhang, Trolllederumhang, Loksumhang, Hirschfellumhang, Leinenumhang. Ist das der neue? Ne, aber den kennen wir doch schon. Oder? Den Leinenumhang kennen wir doch. Der macht aber auch bloß eine Rüstung. Oder ist da jetzt irgendwas anders? Die Umhänge sind doch eigentlich immer nur mehr Dingsy. Kostüm. Die haben ja nicht wirklich mehr Schutz jetzt irgendein anderer, oder? Täusche ich mich da. So, wartet, wir räumen noch schnell die Kisten aus und hier die Gartenhake weg. Nein, was denn du? So. So, dann räumen wir hier. Nein, abbrechen. Hast du wieder ein anderes Spiel gespielt zwischendurch? So, hier wird es langsam echt eng in der Kiste, ne? Also mehr von Loot sollten wir jetzt nicht... Also nicht mehr so viel holen. Haben wir jetzt gar keinen von diesen... wichtigen, wie heißt das Teil, was mir diesen Kern scheint nicht so, ne? Hier haben wir das Holz. Ich dachte, wir hätten in der letzten Folge so einen Kern geholt. An der neuen Werkbank gibt es einen neuen Manuel. Na, dann gehen wir jetzt doch mal schnell dahin. Sorry, Leute. Wir kommen heute nicht zum Dungeon. das war, war's da? Eisen oder Reise? Wartet. Ich muss überlegen. Oder Projekt. Ne, Projekt steht ja gar nicht mehr, oder? Dann kann es ja nur Eisen sein. Ne, doch, Projekt ist dort. Ich guck mal kurz hier rein. Asko, grüß dich. Ne, das ist es nicht. Aber ihr könnt mal Leinen mitnehmen. Obwohl davon... Ja doch, brauchen wir ja. Wartet mal. Ja, das reicht. Komm. Wieder zurück. Wieso liegt hier Schwarzmetall? Aber das Eitier, das konnte ich doch irgendwie... Wurde das nicht hier angegeben als Kochrezept oder sowas? Gekochtes Ei... Und stimmt, was war denn das Neue, was ich jetzt mit diesen Eiern herstellen konnte? War mal Suchersülze? War's nicht. Hier, da steht doch Eiter 85. Genau, diese Suchersülze. Die macht Eiter. Jetzt muss ich bloß ganz kurz schauen, Leute. Wartet. Schwarze Suppe? Ne, die suchen wir nicht. Da haben wir das gekochte Ei. Wir suchen ja irgendwas, was mit Ei ist, wahrscheinlich, oder? Salat ist klar. Schmutzshake war es nicht. Nicht so doof.
Also wir suchen was, was genauso nahrhaft ist wie Nebelhase Deluxe. Und da hieß es doch, wenn ich die Hühner habe, habe ich das Problem... Ach, Pilzomelett, wartet. Was ist denn dieses Pilzomelett? Da. Ah ja, das braucht nur Eier und Jotunbläschen. Hat 28, 85 und hier... Halt, wartet. Nee, das hat ja genau umgekehrt. Wartet. Ach, das ersetzt sich dann durch den Blutpudding. So sieht's aus. Ah ja. 26,80. Und der hier hat nämlich nur 25,75. Aha, der Blutpudding wird dann dadurch ausgetauscht. Aber wir haben ja auch gerade keine Eier und keine Dingsies. Wir sind nass. Ausgeruht-Bonus holen wir uns ganz schnell noch ab. Jetzt sind wir schon bei 21 Minuten. Setz dich kurz hin. Na, weil da Ei drin ist, Stefan. Ist doch klar. Ist doch logisch. So, komm, gib mir den Ausgut-Buff. Was dauert denn hier so lange? Jetzt. Gut. Schild ausrüsten und die Schlammbomben wollten wir noch mitnehmen. Und hier diesen... Das Zeug hier lassen, das brauchen wir jetzt nicht. Wo hab ich die Schlammbomben hingetan? Wie sehen die überhaupt aus? Scheiße. Ich hab's vergessen. Hier sind sie doch. Wunderbar. Ab rein ins Dungeon. Ich muss nämlich tierisch pullern. Also in Real Life. Stimmt, der Charakter hier im Spiel, der muss ja auch nie pullern, hä? Das ist krass. Okidoki, dann geht's rein. Hat er seine Leuchte an? Ja. So, Dungeons sind zwar langweilig, weil wir sie ja bereits kennen. Ja, geht's schon los, Leute. Wie weit kann denn der die Scheiße werfen? Das Vieh hat mich direkt wieder rausgeballert. Ich habe zwar im richtigen Moment blocken gedrückt, aber es war zu spät. Ah, der hat das Schild noch nicht mit rausgenommen, deswegen. Ich habe zwar im richtigen Moment blocken gedrückt, aber es war zu spät. Ist auch geil, oder? Ich habe immer noch nicht diesen Hirschhammer. Biest. Aber gibt es da nicht auch einen besseren Hammer als diesen Hirschzertrümmerer? Guck mal, wie viele Sucher das sind. Die kloppen mich halt jedes Mal wieder raus. Das ist total bescheuert. So, Leute. Jetzt habe ich ein kurzes Problem. Ich muss ganz kurz raus. Das ist bescheuert, weil ich meine, die Stufe, die ist ja echt nicht hoch. Aber er kann halt nicht nach unten schlagen, der Char. Das ist total blöd. Wir müssen ganz kurz die Achso, wir müssen mal Knochenmanns aktivieren. So, mehr Gesundheit gibt's nicht. Doch. So, gehen wir nochmal rein. Sorry für das Rein und Raus, aber man will ja auch nicht sterben. Alter. Der ist jetzt draußen gelandet. Wie geil ist denn das? Ich
Hi Flo, Grüße. Ich kann nach unten schießen, ja, das stimmt allerdings. Na, der ist ja begeistert hier. Geil, vor meiner Nase geplatzt. Oh, die können hier raus. Da steht eine SMS. Guck mal, da steht SMS. Das steht da dran. Ist das ein Sternensucher-Soldat? Der sieht so groß aus. Hier, frisst das. Aber viel Schaden hat er nicht abgekriegt. Alter, die war ja groß. Die war ja riesig. Ich gehe da jetzt rein. Okay. Ich glaube, der ist größer als normal, oder? Verwechsel ich den gerade. Scheiße. Bläde Zecke, du Elende. Hau ab! Wieso sind hier so viele Sternezecken drin? Sternezecken, das klingt übelst cool. Und der ging voll daneben. Aber wieso kann ich den nicht parieren? Ich krieg den nicht pariert, Leute. Mein Gott, ey. Was ist denn mit dir los, Großer? Oh. Oh. Mann, 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 ey. Der geht ja ab, Leute. Der geht ja ab. Hier steht SMS. Geheimtür öffnen. Okay, wartet mal. Bevor wir irgendwelche Geheimtüren öffnen, gucken wir erstmal die offiziellen Türen an. Ach du Scheiße, was ist denn das für ein Dungeon, Leute? Das ist ja megamäßig krass. Und ich muss so übelst dringend pullern. Okay, wir öffnen jetzt... obwohl, nee, wartet. Bevor wir hier Geheimtüren öffnen, gehen wir erstmal runter. Oder die hier hinten killen. Oh, die Ausdauer fehlt mir. Wer hat schon wieder meine Ausdauer geklaut von euch? Gebt's zu. Hier sind überall übelste Tiere dahinter. Ich glaube, wir machen jetzt den Hirsch zur Trümmerer. Was ihr sagtet, ein Eisenhammer ist besser. Sorry, Leute, dass ich hier jetzt nochmal rausgehe. Dungeons sind langweilig, hat er gesagt. Also ihr sagt, ein Eisenhammer ist besser. Aber der hat, ist genauso wie der Hirsch zur Trümmerer. Oder was? Ich gucke. Ich gucke. Wartet. Seht ihr? Wir müssen eh schlafen. Das passt doch. Das ist ja der Eisenhammer. Okay. Frostner meint ihr nicht. Nee, Frostner... Warte mal, er ist doch schon wieder irgendwo in einem Wildschwein am rumkaspern. Wir gehen erstmal schlafen. Ist mir immer zu heiß. Die Elite-Trauger-Trophäe? Ob ich die hab? Imir-Fleisch hab ich. Was ist denn hier? Wer klopft hier denn?
sind wir uns jetzt einig. Diese Elite, das ist das Problem. Die Droprate davon war ja mal extrem niedrig. Wartet mal, wir gucken mal. Also hier hätten wir einmal, siebenmal Imir-Fleisch. Ich glaube, ich habe aber drüben in der Schmiede noch welches. Hier ist nichts. Hier hätten wir eine Monstrosität. Nee. Scheiße. Nee, sieht schlecht aus, Leute. Es sei denn, ich habe die irgendwo hängen in irgendeinem Projekt. Da hängt Eiktier. Aber ich glaube nicht, dass wir die irgendwo hängen haben. Also in der ersten Staffel hängt die ja. Wir können nicht schon wieder einen Beutel beklauen. Wenn der das spitz kriegt, wird er wahnsinnig. Der Osterhase steht vor der Tür. Ich gucke jetzt nochmal, Leute. Das Einzige, wo ich es mir vorstellen könnte, wäre tatsächlich die Eisenschmiede. Und das ist hier bei Projekt. Zur Not machen wir einen Hörsprecher. So, hier hängt Rolls. Hier hängt nochmal Eiktier. Was ist denn das hier? Sind sie das? Ne, das sind die normalen Trauger-Trophäe. Das hier ist Krautzwerg-Trophäe. Krautzwerg-Berserker. Sieht schlecht aus. Hier ist nochmal eine Monstrosität. Nee. Ansonsten hatten wir hier ja nicht gebaut. Aber wartet mal, Elite Trauger. Die finden wir vielleicht auch hier bei den Spawnern, oder? Oh Leute, ich muss so krass pullern. Aber da können wir gleich nochmal gucken. Oder vielleicht hängt ja hier auch so ein Hammer. Zufällig. Hier irgendwelche Waffen. Mal, wir gucken mal an die Kisten. Hier nicht. Hier auch nicht. Hier sind Federn. Hier ist er auch nicht. Alle Kisten durchgeschaut. Nichts gefunden. Schilder haben wir hier einen Haufen, ne? Oder hängt der Hammer... Ne, hier hängt eine Keule. Da hängt ein Schwert. Hatte ich nicht hier mal sowas? Hier! Ne, das ist... Geil! Ich wusste es doch, dass irgendwo so ein Scheißding ist. Geil! Können wir den aufwerten? Das Ding meintet ihr doch, oder? Der ist auf Stufe 1. Aufwerten kann ich den nicht. Warum nicht? Warum kann man den nicht aufwerten? Jetzt nimmt er den Großen. Das ist ja auch geil. Habt ihr das schon mal gesehen? Dass wenn du in der Schmiede auf den Hammer drückst, dass er diesen Eisenhammer, dass er den Großen nimmt? Das ist ja lustig. Okay, das gefällt mir. So, jetzt können wir direkt mal nach den Umhang gucken. Herstellen. Nö, hier in der neuen Werkbank ist auch kein Umhang. Chrom gibt es hier. Oh, so ein Schwert? Das ist ein... Ach, das ist ein Zweihänder. Cool. Das ist ein Zweihänder. Auch nicht schlecht. Können wir uns ja mal angucken. Was braucht er nochmal? Wartet. 30 Eisen, 20 Bronze, Schuppenhaut. Ich glaube, wir haben aber hier nicht mehr genug Eisen. Das könnte man aber holen. Das ist... Ja, 16 wären hier. 16 und 14. Das sind ja 30. Aber aufwerten kannst du das Ding dann nicht... Aber das, man kann ja dort eh nichts aufwerten. Ne? Hier sind nochmal zwei. Okay, Freunde. Ich mache mal kurz für YouTube einen echt frechen Cliffhanger. Es tut mir leid, dass ich so frech bin. Aber umso mehr freut ihr euch auf die nächste Folge. Ich gehe jetzt pullern. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut rein, macht's gut. Ciao.